da werden hier als Kontrahenten die Zeitschrift Horch und Kuck und deren Chefredakteur Ich möchte ganz kurz nur andeuten, drei Probleme, die mit meiner unmittelbaren Verantwortung in den 50 Tagen im Herbst 1989 zusammenhängen. A, offen ausbrach, war lange herangereift, ohne dass wir das in der Partei- und Staatsführung so gesehen haben. Wurde auch im Politbüro klar, dass inhaltliche Veränderungen nur möglich sind durch personelle Veränderungen. Dass politische Probleme auch mit politischen Mitteln und nicht mit den Mitteln der Gewalt gelöst werden. Nach meiner Wahl zum Generalsekretär, vollzogenen Veränderungen waren in der SED selbst herangereift, die auch die Stimmungen in der Gesellschaft in sich aufnimmt. Wir sind davon überzeugt, dass der Kurs der neuen Führung der DDR auf die Vervollkommnung der Stabilität in Europa entspricht. Auf dieser Grundlage führten Bundeskanzler Kohl und ich eine knappe Woche danach ein erstes Telefongespräch mit dem Ziel, ein gemeinsames Treffen vorzubereiten. Zweitens, mein Gespräch mit Gorbatschow am 1. November 1989 gab mir eigentlich Zuversicht, dass wir es gemeinsam mit der Sowjetunion schaffen könnten. Ich kannte damals allerdings nicht, dass Falin angeblich schon 1971 in einem Gespräch mit Andropow die Perspektive sah, dass die DDR unter Honecker der Sowjetunion als Bündnispartner verloren gehen würde. Schon gar nicht war mir bewusst, dass Shevardnadze, der sich immer als guter Freund der DDR bezeichnete, sich angeblich schon 1985 mit Gorbatschow darüber im Klaren gewesen sein will, dass für die DDR im gesamteuropäischen Haus kein Platz ist. Am 1. November fragte ich Gorbatschow, welchen Platz er der BRD und der DDR im gesamteuropäischen Haus solle man doch stehen. Gorbatschow war wegen dieser Frage erstaunt. Er sagte mir, dass er keinen vernünftigen Politiker auf der Welt, einschließlich den Bundeskanzler Kohl, kenne, der die Einheit Deutschlands wolle. Den Zentralkomitee vortrug und die am 10. November in Kraft treten sollten, einerseits, und andererseits der komplizierten Situation, die in den Abendstunden des 9. November entstand. An jenem Abend gab es nur die Entscheidung zwischen einer militärischen Lösung oder der Öffnung der Schlagbäume. Dass dies keine nachträgliche Interpretation ist, kann im Protokoll der 10. Tagung des SED-Zentralkomitees nachgelesen werden. Dort sagte ich unmittelbar, bevor Beginn der Tagung, der Druck auf die Grenzen war heute Nacht nicht zu halten, es hätte nur eine militärische Lösung gegeben. Durch das besonnene Verhalten unserer Grenzsoldaten, unserer Genossen vom Ministerium des Innern, vom Ministerium für Staatssicherheit, ist die Sache mit großer Ruhe bewältigt worden. Ich kenne das Argument, dass die Bundesregierung für die Grenzöffnung noch Milliarden gezahlt hätte. Ich kann das nicht bestätigen. Ich weiß nur, dass wir zu diesem Zeitpunkt von der Bundesregierung nicht mehr einen Pfennig bekommen hätten, wohl aber das Leben von DDR-Bürgern aufs Spiel gesetzt hätten, weil die Alliierten berührt sind. Frau Tomassow und ich waren der Meinung, dass die nächtlichen Vorgänge nur durch ein Blutbad zu verhindern gewesen wären, das nicht in Betracht kam.
Nach dem Telefonat schickte ich ein Telegramm an Gorbatschow, in dem ich ihn über die Grenzöffnung informierte und darum bat, ich zitiere, den Botschafter der UdSSR in der DDR zu beauftragen, unverzüglich mit den Vertretern der Westmächte in Berlin-West Verbindung aufzunehmen, um zu gewährleisten, dass sie die normale Ordnung... ...zwischen Turbulenzen an Erwartungen, Wünschen und Hoffnungen war, reich an Wahlversprechen und viele sagen auch berechtigt an Lügen. Es ist sehr bezeichnend, dass die Zeit, über die ich hier etwas sagen möchte, etwa von November bis Gremien in den Folgewochen grundsätzlich bearbeitet wurden. Und ich bezieht sich unmittelbar auf das Wirken der Volkskammer. Ich bin der Auffassung, dass mit der 11. Tagung der Volkskammer am 13. November 1989 ein wesentlicher Prozess der Demokratisierung in diesem Parlament eingesetzt wurde, die heute viele Parlamente es sind, die früher in der NVA gedienten, als Gediente in fremden Streitkräften charakterisiert werden. Wenn ich zusammengefasst das Wirken der Volkskammer in dieser Zeit bis zum 18. März Regierung in der Deutschen Demokratischen Republik. Eine dritte, eigentlich eine Verletzung des Grundlagenvertrages zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik war, denn zu dieser Zeit war die DDR ein souveräner Staat in der UNO, sie hatte ein Parlament, sie hatte eine Regierung und war handlungsfähig. Das, was hier... Das, was hier in Gang gesetzt wurde, fand dann letztlich auch die Fortsetzung in den Folgewochen und Monaten. Das, was Helmut Kohl im Februar, am 15. Februar 1990 vor dem Bundestag erklärt hat, man kann es nachlesen, dass die künftige Regierung der DDR, ich betone am 15. Februar, dass die künftige Regierung der DDR nach dem Grundsatz arbeiten wird, Einheit so schnell wie möglich. Der auch Veränderungen in der DDR umfasst und Veränderungen hoffentlich auch auf der anderen Seite umfasst hätte. Ich war auch für das, was in der Regierungserklärung stand, eine wirklich im Grunde, dieses Rechtssystem ist natürlich weit, hat viele Vorzüge, aber im Grunde nur für die, die juristisch gebildet sind, die das durchschauen, die sich ihr Recht auch... Dass die Demokratie als Demokratie nicht mehr erkennbar war, denn Demokratie ist meines Erachtens nach immer so gut, wie sie der Einzelne vor Ort in seiner Kommune erlebt. Er hatte in dieser Weise zu einem auch in einem Gemeinwesen geführt, das zu einer gewissen eben nicht zu Kommunen im Zeitraum von X und Vertragsgemeinschaft also der jeweiligen Gruppe und Meinung damit verbindet. Das zweite, wie ich meine, wichtige Faktum, was wir vor DDR-Produktion und als möglicher erzielbarer Währungsbedarf der Außenmärkte, der war eben 1:44. Das hieß, wir mussten in unserer Produktion in der Regel 4,40 Mark an. Material, an Lohn, an Energie, an Lassen. Und wenn du sagst, ich habe das nicht so vorausgesehen, dann sagt man, du bist mal ziemlich dusselig. Die Frage ist, welche Alternativen waren da? Und ich glaube, es gab keine andere Alternative, als die Löhne, Gehälter und wiederkehrende Leistungen im Verhältnis 1:1 umzustellen. Insbesondere, da ja mit der Währungsunion das Preisniveau in etwa identisch wurde. Das heißt, wir hätten noch nicht Löhne und Gehälter 2:1 oder gar 3:1 umstellen können. Und ja. Verantwortungsgemeinschaft sah, denn sah ich als Jurist sehr gleich sehr schnell Haftung. Und von Haftung bin ich bei Geld. Und daher ist es der legitime Anspruch der Ostdeutschen, die in den 15 Jahren auf der Grundlage des Artikel 6 der 49er Verfassung, Verbot Boykottsätze ergangen sind, ansieht, sieht, dass die Enteignung, die damit verbunden war, einen so hohen Unrechtsgehalt haben, dass jeder Neuanfang unglaubwürdig geworden wäre, wenn man dieses Unrecht nicht versucht hätte, wieder in irgendeiner Weise in Recht zu führen. Hier stießen wir aber auch auf der anderen Seite auf eine ideologische Barriere in deren Denken,
die kaum eine andere Lösung zuließ. Denn wir mussten mit diesen Lösungen, sie von ihrer Sperrminorität, die sie ja immerhin im damaligen Deutschen Bundestag hätten Gebrauch machen wollten, haben sie gesagt, nee, das tun wir nicht. Und die Eigentumsregelung ist die Grundlage unseres Wirtschafts- und Gesellschaftssystems. Und in einem Wahljahr uns noch mit solchen Klauseln vorzuwagen, das tun wir auf gar keinen Fall. Und insofern finde ich es auch nicht so sehr fair, wenn man den Mut dazu nicht hat, hinterher zu sagen, jetzt möchte ich das Prinzip umkehren, nachdem es verfassungsfest geworden ist und sich nicht mehr umkehren lässt. Bitte nun Herrn Dr. Distel um das Wort. Meine Damen und Herren, als ich die Treppe hochgekommen bin, ist mir irgendwie deutlich geworden, dass ich mich in keiner CDU-Versammlung befinde, nicht weil der Strom, der mir entgegenkam, rückläufig war, sondern weil man es in der CDU nicht gewohnt ist, vor so einer großen Mannschaft zu sprechen. Die Zusammensetzung, meine Damen und Herren, des Plenums heute Abend ist für Herrn de Maizière und für mich sicherlich nicht mitgliedschaftserhaltend oder fördernd, aber diese Zusammenkunft heute ist für uns beide wichtig, weil ich es für beachtlich halte, dass sich Egon Krenz, Lothar de Maizière und die anderen Herrschaften, Frau Professor Luft, Distel, Günther Malleute, an einen Tisch setzen und über Geschichte reden können, ohne dass Hass und Missgunst und Unverständnis deutlich wird. Ich möchte auch den letzten Redebeitrag nur dahingehend antworten. Vielleicht wird Ihnen deutlich, dass es mir Spaß gemacht hat, in der Stellvertretung von Lothar de Maizière ein halbes Jahr Politik gestalten zu dürfen. Ich habe zu den hier Anwesenden eine persönliche Meinung, zu jedem der Anwesenden. Und ich sage Ihnen auch ganz bewusst, warum ich es für richtig halte, mich mit Egon Krenz an einen Tisch zu setzen. Fragt, ob sie Herrn Heidmann nicht leiden kann. Und ich bin sehr froh, dass Sie diese Frage nicht verstanden haben. Mit Frau Luft verbindet mich ein sehr freudiges Ereignis, meine Damen und Herren, das ich hier durchaus schildern kann. Vielleicht sogar das freudigste Ereignis aus meiner Volkskammerzeit. Denn sie hat mal den, wie Sie sich vielleicht erinnern können an dieses Ereignis, den von mir sehr geschätzten Professor Walter von der DSU in einer Art und Weise abgewürstet, dass der kleine Rechtsanwalt von der PDS, ich vergesse den Namen immer, und ich, die wir beide draußen standen und das vom Fernseher gesehen haben, uns wirklich vor Lachen die Bäuche gehalten haben. Das ist ein bleibendes Erlebnis gewesen. Frau Luft, im Grunde haben wir Ihnen alle dafür sehr herzlich zu danken. Meine Damen und Herren, wir haben von Herrn Professor Prokop eine einleitende Frage gestellt bekommen. Die Frage war, was würden Sie anders machen? Bei den mir eigenen Möglichkeiten, eigene Fehler zu erkennen, muss ich Ihnen sagen, ich würde alles nochmal so machen, wie ich es getan habe. Und ich würde alles noch deftiger, noch direkter und noch deutlicher tun. Am Anfang hatte ich natürlich den Eindruck, da die Messe hundertprozentig bis zu einer gewissen Phase auf meiner Seite stand, dann sich vollständig von mir abgekehrt hat, dass ich alles falsch gemacht haben musste. Ich bin aber doch sehr froh, dass sich der Name Distel in der Stellvertretung von Lothar de Maizière, ich sage das nochmal, darüber bin ich sehr stolz, doch in dieser Verhandlung zu dem Einigungsvertrag, zu dem Einigungsprozess natürlich kompliziert sind. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass de Maizière und Krenz im Grunde und auch Distel rentenrechtlich im gleichen Boot sitzen, dann ist das kein Irrtum. Denn auch de Maizière und Distel sind mit dem Kriterium besonderer Staatsnähe eingruppiert und für die Zeit, in der wir beide Verantwortung tragen, werden wir rentenrechtlich wie Sie diskriminiert. Herzlichen Glückwunsch, meine Damen und Herren. Derartige Überlegungen, es ist kein Witz, es ist an dem, können nur in ganz besonders kranken Gehirnen entstehen. Jetzt habe ich diesen vielleicht gesetzlichen Lapsus angesprochen, aber mir ist bekannt, Lothar, dass man gegenwärtig keine Überlegungen hegt, im Rentenüberleitungsgesetz in der letzten Novelle das wieder rauszubringen. Ich sehe die Problematik des Einigungsprozesses, so wie das hier vorgetragen wurde, von Rigorien einzuteilen und dergleichen. Und ich möchte letztendlich auch, meine Damen und Herren, dafür bitte ich Sie um Ihr Verständnis, vielleicht sogar um Ihre Unterstützung, vielleicht machen Sie das Kreuz, wenn wir uns an einem Wahlgang mal wiedersehen, doch bei CDU, einfach mit der Begründung.
einfach mit der Begründung, meine Damen und Herren, dass es zweckmäßiger ist, wenn de Maizière und Distel dem Kohl sagen, wo es lang geht und was er von der Zeit zu halten hat und nicht Fatz, Heidmann, Eppelmann und andere. Das vielleicht zu den Vorstellungen. Ich bedanke mich sehr, meine Damen und Herren, für das geduldige Zuhören. Ich habe die mir zugegebenen 5 Minuten nicht überschritten. Ich freue mich. Ja, meine Damen und Herren, aus der sehr unterschiedlichen Beifallsverteilung hier in diesem Raum darf ich wohl schließen, dass ich mich in einer geradezu hoffnungslosen Minderheit hier befinde. Trotzdem möchte ich es Ihnen nicht gönnen, gewissermaßen unter sich zu bleiben und möchte Sie bitte einmal alle, besonders die, die hier auf dem Podium sitzen, zu einem Gedankenexperiment anregen. Ein Experiment, das man natürlich seit Popper nicht in einer Geschichte machen kann, aber bitte machen Sie es trotzdem mal. Was meinen Sie, ob es wohl möglich gewesen wäre, eine solche Veranstaltung wie diese abzuhalten, wenn sich die Bundesrepublik Deutschland an die Deutsche Demokratische Republik angeschlossen hätte? Wir hätten etwas für die Bevölkerung der DDR besser oder gar gut machen wollen. Diese Personen haben 40 Jahre lang teilweise gegen diese Bevölkerung Ostdeutschlands gewirkt. Und das vergisst man heute nicht. Und deshalb sind diese Menschen, ich nenne gar keine Namen, die kennen sie alle, deshalb sind diese Menschen mindestens nicht legitimiert, jetzt sagen zu können, wie es hätte vielleicht doch besser gemacht werden. Eine andere Kategorie, das sind die Träumer, die im Augenblick der Maueröffnung vielleicht noch von einem demokratischen Sozialismus, von einer besseren DDR hätten träumen mögen. Ich meine, dass damit die Unfähigkeit dieser Leute, sich als Politiker zu betätigen, am besten dokumentiert wurde. Denn im Augenblick der Maueröffnung gab es keine Alternative. Die Menschen wollten nicht einen verbesserten, einen demokratischen Sozialismus, trotz 99%iger Wahlergebnisse, sondern die Menschen wollten die Freiheit und die Einheit Deutschlands. Vielen Dank. Das war also eine Frage an alle. Und ich werde jetzt also nicht speziell jemanden... Etwa unterschreiben Sie, Herr de Maizière, oder fahren Sie nach Hause. Sie müssen ja dann verantworten, warum dieser Vertrag, wie das bald genannt wird, nicht zustande kam. Frage Nummer 1. Die Frage Nummer 2. Wenn wir heute von der Altbundesrepublik hören über unsere schlechte Arbeitsproduktivität, dann muss man ein paar Sachen feststellen, die auch in der CDU, Herr Distel, festgestellt werden. Dass Betriebe aus der Ex-DDR, wenn sie ins Geschäft wollen bei den Großhandelskonzernen, mit einigen 100.000 Mark erstmal einspicken müssen, damit sie überhaupt ihre Waren für Porto, 600% Wassergeld, 400% Energiekosten und so weiter bei 220%